Becker Schmitz. Ist ja ein Zufall, dich hier zu treffen am Kunstverein in Duisburg, am Weidenweg. Und du hast direkt zwei Leute mitgebracht. Einmal den Pascal, den kann ich noch identifizieren. Und eine junge Dame mit einem Hammer. Lea Carla Distelhorst. Das war jetzt eine Drohgebärde. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal. Hammer. Die hat das schlagende Argument dabei, warum man zu Quiet Riot kommen sollte. Und du bist ja mehr der Feinfühlige mit dem Pinsel. Right. Das und ist richtig. Ich bin die Gewalttätige. Und wir haben noch einen Gast. Was da? Ja, cool. Da haben wir direkt noch jemanden mitgebracht hier, ganz zufällig. Das hier ist der Dom, unser Pate. Und jetzt gehen wir zum zweiten Dom nach oben, dem Herbert. Okay. So, wo gehen wir jetzt hin? In die erste Etage hier vom Kunstverein? Genau. Und was passiert da? Warte mal, ich sehe hier etwas, das mir schon mal im höchsten Maße verdächtig vorkommt. Jo. Das ist die Einladung. Quiet Riot. Das richtig. Hört sich sehr friedlich, aber auch sehr laut an. Ja, es ist genau das ist es. Es ist stiller Lärm. Willkommen. Okay. Willkommen. Herzlich willkommen im Duisburger Kunstverein. Noch befindet sich der Aufruhr in Duisburg im Aufbau, aber die Kulturwende ist in Arbeit. Wir schaffen das. Dann gucken wir mal, wie es dann richtig aussieht. Ja, sollen wir noch kurz was erzählen? Ja, jetzt mal, das sieht mir ziemlich frisch aus da hinten, kann das sein? Jo. Wer hat denn das hier, ich sag mal, jetzt ganz despektierlich verbrochen? Weil wenn man so einen Hammer in der Hand hat, dann spricht ja einiges dafür. Kaputt. Also du machst es jetzt gleich wieder kaputt? Nein. Okay. Vielleicht. Mal schauen. Aber ich glaube, das ist eine Gemeinschaftsarbeit, genau, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Genau. Von euch beiden. Wir haben jetzt in den letzten 12 Stunden dran rumgedoktort. Und wie ich höre, ist es noch nicht ganz fertig. Nein, also bis Freitag wollen wir es schaffen, aber da das Bild selbst entscheidend, wann es fertig ist, kann es passieren, dass wir am Freitag hier in der Ausstellung ein unfertiges Bild hängen haben. Aber das hat dann natürlich auch seine Qualität, denn auch ein unfertiges Bild von uns ist sicherlich ein Besuch wert. Ja. Würde ich sagen, oder? Und die Tatsache, dass das Bild das entscheidet, heißt, dass ihr hier komplett demokratisch seid. Das hat doch nichts mit Demokratie zu tun. Also wer ist hier der Boss? Die Kunst, oder? Ja. Okay. Also wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Okay, ihr seid also gewissermaßen fremdgesteuert? Auch nicht, ne? Aber kompromissgesteuert, könnte man sagen. Ne? Okay. Lea, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Zu mir? Ja, zu dir. Also ich komme aus Essen, habe an der Freien Akademie der Bildenden Künste in Kupferdreh studiert und dort meinen Abschluss gemacht und bin jetzt in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste und studiere dort weiterhin Malerei. Und ich sag mal, aufgrund dieser Vita gehe ich mal davon aus, dass du den Becker Schmitz in Essen kennengelernt hast. Stimmt das? Absolut richtig, absolut richtig. Und ich bin total glücklich, dass ich dich in Essen kennengelernt habe. Nein. Ist das eure erste gemeinsame Arbeit, die ihr hier macht? Nein, die dritte. Die dritte? Ja, die dritte. Die dritte. Genau. Auch alles mit Malerei oder war das auch was anderes? Immer Malerei. Ein bisschen haben wir gebastelt. Wir haben noch so kleine Pferdchen. Ja. Ja. Ja, wir mögen ja Tiere und so riesige Wesen, eher so Wesen. Merkwürdige Wesen. Okay. Und haben uns dann mal zusammen in einer Galerie eingeschlossen für eine Woche. Eine Woche. Das war heftig. Ja. Ja, aber es ist auch schon irgendwie 2 Jahre her, ne? Ja, länger, oder? Drei? Drei? 3 Jahre ist es schon her, ja. Okay, jetzt wollen wir mal den jungen Mann, der hier meint, er könnte sich jetzt mal eben hier aus diesem Gespräch so abseilen, mal mit reinbringen, weil du hast ja mit dem Ganzen hier auch was zu tun. Du hast zwar nicht gemalt, aber du hast ansonsten doch, ich sag mal, mit installiert. Ja, diese schwarze Plastik. Okay, das erklärt auch die Rolle, ja? Das erklärt auch die Rolle. Okay. Meine Rolle ist das Tragen der Rolle. Du hast die tragende Rolle. Einen Moment. Hast du die tragende Rolle oder trägst du die Rolle? Ich trage die Rolle. Okay. Aber das ist eine tragende Rolle, wenn ich die Rolle trage. Aber das Ganze ist ja eine Fortsetzung, sage ich mal, so im weitesten Sinne oder eine Kontinuität von Hold the Line, richtig? Ja. Ich hatte gefragt, das Ganze ist ja eine Kontinuität, eine Fortsetzung von Hold the Line. Richtig. Das heißt also, dieses Motiv erscheint ja Becker Schmitz in deinen Arbeiten recht häufig. Ja. Und dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob du diese Arbeiten alleine oder wie in diesem Falle im Trio oder wir haben auch schon gesehen, auch im Duo ausführst.
Das Motiv wiederholt sich immer oder ist das jetzt ein Zufall, dass sich das wieder wiederholt? Also, eine Wiederholung ist es ja eher nicht. Es ist eher ein guter Remix, würde ich sagen. Okay. Das ist das eine. Das andere ist, es spielt schon eine Rolle. Also, ich habe das Gefühl... Die tragende Rolle. Ja, aber okay. Ich habe schon, jetzt mal ganz im Ernst, ich habe schon das Gefühl, dass es sehr unterschiedlich werden kann. Also, wenn ich das mit einem Pascal mache, entwickelt sich natürlich was wesentlich Fotogeneres, was interessanter für die Abbildung geeignet ist. Als ich das mit dem Ilgen zum Beispiel gemacht habe, hat man eher eine malerische Komponente darin erleben können und sehen können. Und so zeigen sich natürlich auch unterschiedliche Facetten und Qualitäten dieser Arbeit, die ohne die Akteure gar nicht möglich wären. Und das sind halt die Einflüsse von Pascal, der mit der Kamera unterwegs ist, der dann auch sagt, ey Junge, mach mal Augen auf da, guck mal, das fände ich super. Und ja, dann geht man so aufeinander ein. Einflüsse, sage ich mal, die jetzt durch eine andere Wahrnehmung von Perspektive entstehen? Ja, ups, klar. Ja? Also sogenannte fotografische Augen. Ich bin deswegen dieser Bombe, die da gerade explodiert ist, war ich jetzt etwas aus dem Konzept. Ja, die gehört ja eigentlich in den Turm, aber okay, wir tun mal so, als ob das jetzt hier dazu gehört. Nochmal auf die Perspektive zurückkommen. Das heißt, weil du als Fotograf eine andere perspektivische Sicht hast von verschiedenen Dingen, weil du Räume anders wahrnimmst. Ja, wir fangen halt, ich glaube, das erste Mal, das war auf dem Dach, ne? Wo er das erste Mal dieses Problem hat, ne? Wo wir 20 Meter voneinander weg waren. Dieses Dach gespannt sind, das war ich einfach nicht zu viel. Also wir waren getrennt durch zwei Dächer. Okay. Und man muss sagen, dass wir nicht nur 20 Meter, das waren wahrscheinlich über 20 Meter. Und jedes Dach selber hatte die Größe von 100 Fußballplatz. Einen halben Fußballplatz. Okay. Und der Pascal stand da mit seinem Stativ und der Kamera und der hat... Nee! Das sieht scheiße aus! Da oben muss doch eine hin! Und das Dach war so gigantisch, dass ich das ja selber nur ja, annähernd nachvollziehen konnte, was ich da dann wollte. Okay. Und wir mussten wirklich durch das komplette Hochhaus hin und her gehen und durch so Dachluken klettern, um dann abzugleichen, wie es denn aussieht. Das war schon spektakulär. Also Kunst ist auch Sport. Ja, immer. Holzeleins oder so. Okay. Immer, also das können wir nur so lange machen, solange wir... Am Rollstuhl ist aber theoretisch auch noch. Ja, klar, das wird dann mehr Bodennähe, aber es geht dann. Lea, wie hält man das mit so zwei verrückten Menschen aus? Durch diesen Hammer oder wie korrigiert man das? Das lässt sich schon ganz gut aushalten. Noch. Okay, noch. Okay. Es ist ja noch nicht Freitag. Freitag, gutes Stichwort. 13.07.2012, ich glaube ab? Ab 19 Uhr und wir freuen uns auf euch.